Oh, hallo, Herr Reul. Gibt's was Neues? Ist deine Schwester da? Ja, kommen Sie doch rein. Hallo, Anna. Ich bin Alexander Holt. Lässt du mich mal allein mit deiner Schwester? Okay. Mhm. Ich muss nicht mit Ihnen reden. Nein, musst du nicht, aber ich will dir ja nur helfen, also wenn du das möchtest. Warum interessieren Sie sich denn eigentlich für mich? Weil ich glaube, dass sich jemand um dich kümmern sollte. Deine Mutter fehlt dir sicher sehr. Hör zu, du sollst wissen, dass du mit deinem Problem nicht allein bist. Ich habe aber keine Probleme. Ach so. Und was ist dann mit dem Blut auf deiner Kleidung gestern? Das sieht mir überhaupt nicht nach keinen Problemen aus. Woher wissen Sie davon? Dein Bruder hat mir deine Anziehsachen gegeben. Was? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Dazu, dein Bruder macht sich Sorgen um dich. Er glaubt, dass Kevin dich schlägt. So ein Quatsch. Ich glaube das ja auch nicht. Ich habe mit Kevin gesprochen und er macht eigentlich einen ganz vernünftigen Eindruck. Aber was ist da mit dem Blut an der Kleidung? Das war ja eine ganze Menge. Ja, kann sein, aber das war von so einem Tier, das habe ich auf der Straße gefunden. So eine angefahrene Katze. Die habe ich halt zum Tierarzt gebracht. Eine Katze also? Wie hat die ausgesehen? Kevin schlägt mich aber nicht. Wer war es dann? Hör zu, es gibt Möglichkeiten, dich zu beschützen. Aber dazu musst du mir vertrauen. Sonst kann ich gar nichts für dich tun. Mir hat aber niemand was getan. Das Blut war von dieser Katze. Wenn Sie es genau wissen wollen, sie war schwarz. Gut, dann wird das Labor deine Geschichte ja sicher bei der Blutanalyse bestätigen. Und wenn dir doch noch was einfällt, dann ruf mich an. Du hast ja meine Karte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Annas Geschichte von der angefahrenen Katze nicht die Wahrheit war. Aber wieso sagt sie nicht, wo das Blut wirklich herstammt? Wovor hat sie Angst? Ich hoffe sehr, dass die Laboranalyse des Blutes endlich Klarheit in die Sache bringt. Super, dass du so schnell konntest. Was ist denn? Ich zieh aus. Ich hau ab. Ich hab da keinen Bock mehr drauf. Aber wo willst du hin? Ich tramp zu den Leuten, die ich letztes Jahr kennengelernt habe, auf dem Campingplatz, als Mama noch gelebt hat. Nele, du sollst doch erst gehen, wenn du die Hausaufgaben gemacht hast. Machen wir eine Lerngruppe, also richtig ab. Alter, die ist ja wirklich. Boah, willst du mich mitnehmen? Gib mir sowas von auf den Nerv. Nele, ich kann da nicht einfach mit einer Freundin auftauchen. Die wissen ja noch nicht mal, dass ich komme. Ja, aber dann machen wir eine WG auf. Wir ziehen zu Nico. Das wird voll lustig. Nico will bestimmt, dass wir Miete zahlen. Also ich weiß nicht. Ach, das ist das kleinste Problem. Der braucht immer ein paar Leute, die für ihn was erledigen. Was denn? Ach, so kleine Jobs. Voll easy. Der freut sich bestimmt. Also, komm schon. Bislang weiß Anna nicht, dass Neles Freund in dubiose Drogengeschäfte verwickelt ist. Sie vertraut ihrer Freundin und geht mit in Nikos Wohnung. Anna, ich hab das neue Lied von Yves Le... Ich glaube, Anna ist abgehauen. Lula! Oh, ich geb's dir alle. Nee, du wirst gleich verlieren. Gleich habe ich der dich. Der Winner! Alter, könnt ihr mal bitte ein bisschen leiser sein? Ich hab voll Bauchweh. Fängt ja schon gut an mit dir. Hm. Anna, willst du noch eine Pille? Nee, du, lass mal, die sind mir echt zu heftig. Was ist denn das überhaupt? Hab ich doch gesagt, ein kleiner Glücksbringer. Ach ja. Ist für dich? Ich habe Kevin angerufen, damit ihr das endlich klären könnt. Ich bin nicht euer Babysitter. Sag mal, spinnst du? Fahr runter. Alter, ich lass ihn erst mal rein. Du kannst doch nicht einfach Kevin anrufen. Du bist... Alter. Können wir reden? Das habt ihr euch alles super ausgedacht. Na, warte. Ach, nee,
Nein! Anna, Mann, was hast du gemacht? Komm, lass uns mal rausgehen. Was hat der gesagt? Was hat Anna getan? Ach, das interessiert mich nicht. Lass uns chillen. Alexander Holt ist auf dem Weg zu Paul Schuster, um dem Verschwinden seiner Schwester auf den Grund zu gehen. Auf dem Weg dorthin erfährt er Unglaubliches. Die 15-Jährige hütet ein großes Geheimnis. Das war gerade das Labor. Das Ergebnis der Blutanalyse liegt vor. Es war tatsächlich Annas Blut, aber das stammt nicht direkt aus einer Verletzung. Anna war schwanger und hat ein Kind zur Welt gebracht. Aber wo und wie? Und ist alles gut gegangen dabei? Und wo ist das Kind jetzt? Und wovor versteckt sich Anna? Man liest ja leider immer die schrecklichsten Dinge über ausgesetzte oder gar getötete Babys. Ich kann nur hoffen, dass Anna das Kind bei Verwandten oder bei Freunden gelassen hat oder wenigstens eine Babyklappe abgelegt. Alles andere mag ich gar nicht denken. Jetzt muss nicht nur der Aufenthaltsort von Anna, sondern auch der ihres Babys so schnell wie möglich ausfindig gemacht werden, bevor etwas Schlimmes passiert. Und dabei müssen alle mithelfen. Hallo, Herr Schuster. Hallo. Gut, dass Sie sofort nach Hause gekommen sind. Ich muss Ihnen was sagen. Was gibt es denn Neues? Ja, jetzt sagen Sie endlich, was Sie rausgefunden haben. Haben Sie Anna gefunden? Das nicht, aber ich weiß jetzt, wieso sie sich in letzter Zeit so komisch verhalten hat. Anna war schwanger. Schwanger? Wie kommen Sie denn darauf? Paul hat mir Annas blutige Kleidung gegeben und ich habe die im Labor analysieren lassen und die haben festgestellt, dass da Fruchtwasser dran war. Das heißt, sie hat das Kind auch zur Welt gebracht. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und deswegen glauben Sie, ist Anna weggelaufen? Ja. Und jetzt müssen wir Anna möglichst schnell finden. Wir wissen nicht, was sie mit dem Neugeborenen gemacht hat. Anna, was hast du mit unserem Baby gemacht? Wo ist es? Es gibt kein Baby mehr. Ist halt jetzt weg. Und wenn du ehrlich bist, ist es auch besser so. Hey, Anna, Mann, es war auch mein Baby, Mann. Ich wollte es haben. Ja. Hast du es umgebracht? Wann hat Anna das Kind geboren? Gestern. Das Labor sagt, die Blutspuren sind nicht älter als 24 Stunden. Deswegen hat sie in den letzten Monaten auch immer so lange Klamotten angehabt. Wir müssen Anna finden. Und zwar wirklich dringend, so schnell, wie es irgendwie geht. Wieder nur die Mailbox. Anna, hier ist Alexander Holt. Ruf mich bitte zurück. Ich weiß, dass du ein Kind zur Welt gebracht hast. Ich will dir helfen. Aber dazu musst du dich bitte melden. Und Sie fragen jetzt am besten alle Menschen, die Sie kennen, ob irgendjemand weiß, wo Anna ist. Ja, am besten fangen Sie direkt bei den Nachbarn an. Ja, machen wir. Komm, wir gehen. Bis später. Wir müssen Anna schleunigst finden und vor allem das Baby, das vielleicht Hilfe braucht. Ich war das allererstes Mal alle Krankenhäuser abtelefonieren. Vielleicht hat hier irgendwo eine anonyme Geburt stattgefunden. Oder Anna hat das Kind in eine Babyklappe abgelegt. Es hat halt auf einmal so wehgetan und das waren dann halt schon die Wehen. Und dann habe ich halt Panik gekriegt. Aber Anna, warum hast du mich nicht angerufen? Es ging ja gar nicht. Es war alles so schnell und dann ist die Fruchtblase geplatzt, alles war nass und ich bin dann bloß noch auf die nächste Toilette gestürmt und dann war das Baby auch schon da. Ich habe es gar nicht aufhalten können. Warte mal, du hast unser Baby auf einer Toilette bekommen. Ja. Alleine. Aber du weißt doch gar nicht, wie sowas geht. Im Fernsehen sieht man sowas doch. Und ich habe im Internet gelesen, dass man die Nabelschnur abbinden muss. Das habe ich halt dann mit meinen Haargummis gemacht. Und mit der Nagelschere habe ich dann die Nabelschnur durchgeschnitten. Was? Das glaube ich jetzt nicht, Mann. Und dann? Dann bin ich gegangen. Ich habe halt das Baby dann in einen Pullover gewickelt, damit es nicht friert. Du hast unser Baby einfach so auf einer Toilette liegen lassen? Nein! Ich hab's im nächsten Krankenhaus abgegeben, in die Babyklappe gelegt. Die kümmern sich da jetzt um ihn. Die können das doch eh viel besser als wir. Ihn? Ja. Das ist ein Junge. Kevin, bitte. Kevin, jetzt! Kevin! Scheiße! Ich hab kurz mit deinem Handy eine SMS geschrieben. Ist das okay? Klar. Außerdem klingelt es ständig. Kevin angerufen? Hä? Du warst doch gerade mit ihm draußen.
Was geht eigentlich bei euch? Nele, ich hab Mist gebaut. Erzähl. Was ist das denn? Mein Baby. Dein Baby? Du verarschst mich doch. Nein, ich hab's gestern gekriegt. Deshalb bist du die ganze Zeit so komisch drauf und hast so seltsame Klamotten an. Und deshalb auch die Schmerzen. Und wieder alles klar mit Kevin? Nein. Übrigens, falls du hier weiter wohnen willst, musst du Miete zahlen. Ich habe da aber schon eine Idee, wie wir das klären. Alexander Holt gibt nicht auf und probiert es wieder bei Anna und hat endlich Erfolg. Nachdem sie Kevin und Nele alles gebeichtet hat, ist sie bereit, auch mit ihm zu sprechen. Durch die Reaktion von Kevin ist der Knoten geplatzt. Ihr ist klar geworden, sie kann nicht so tun, als wenn nichts wäre. Nein, dem Baby geht's gut. Ja, ich hab's im Marienhospital abgegeben. Ja, die kümmern sich da jetzt um ihn. Ja, wir können uns im Krankenhaus treffen. Ja, ich komm. Okay. Ja, tschüss. Weil ich gesagt habe, ich hab nämlich mit Anna auf was anzustoßen. Super, kannst du gleich zeigen, was du drauf hast. Instinktiv will Alexander Holt sich mit Anna sofort beim Baby treffen. Er will sicher gehen, ob es dem Kleinen gut geht, und er hofft, dass die junge Mutter beim Anblick ihres Kindes es doch zu sich holt. Ja, auch meine Kohle nicht, dass sie dann abhaut. Hey, meine Kohle! Ey, du heißt doch Nele, oder? Und Sie sind der Mann aus dem Treppenhaus. Spionieren Sie mir nach? Hätte ich da denn einen Grund dazu? Nee, ist da nicht verboten, sich mit Freunden zu treffen, oder? Nee, das ist nicht verboten. Ja, dann ist ja alles gut. Alexander Holt weiß genau, was hier gerade gespielt wurde. Aber erstmal sind die 16-jährige Mutter und das Kind in der Babyklappe wichtiger. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Hallo, ich habe gehört, dass gestern hier ein Kind abgegeben worden ist in der Babyklappe und ich dachte halt, also ich... Ah ja, warten Sie kurz einen Moment hier, ich bin sofort wieder zurück. Okay. Nicht so schnell. Darf ich Sie um Ihren Ausweis bitten? Wieso? Ich habe nichts gemacht. Sie haben sich nach dem Neugeborenen erkundigt, das aus der Babyklappe verschwunden ist. Was? Mein Kind ist verschwunden, ne? Ach, Sie sind die Mutter? Ja, also... Herr Holt, mein Kind ist weg! Was? Ich hab's gestern hier in die Babyklappe gelegt, damit's ihm gut geht! Was ist das denn hier für ein Krankenhaus? Was ist das Kind entführt worden, oder was? Anscheinend. Ich war nur einen kurzen Moment aus dem Zimmer, weil eine andere Patientin mich gebraucht hat. Ich wollte sofort wiederkommen, sonst hätte ich die Tür verschlossen. Und du hast ganz sicher nichts damit zu tun? Nein. Aber ich glaube, ich weiß, wer es war. Ich glaube, es war Kevin. Ich habe ihm vorhin erzählt, dass ich es hier abgegeben habe. Er wollte das Kind ja schon immer haben. Aber mir war das halt einfach zu viel. Und deswegen haben wir uns auch so oft gestritten. Hören Sie, wir haben eine Vermutung, wer das Kind entführt haben könnte. Wenn Sie uns kurze Zeit geben, dann können wir es wahrscheinlich zurückbringen. Gut, versuchen Sie es. Wir werden aber auch weiterhin nach dem Baby suchen. Klar. Das Einzige, was ich noch brauche, sind die Personalien von der jungen Dame. Ja, ganz klar. Dann machen wir das mal gleich. So schnell es geht, fahren die beiden zu Kevin. Annas Muttergefühle sind erwacht. Auch wenn sie das Baby zuerst nicht haben wollte, nun quält sie der Gedanke, dass dem Neugeborenen etwas zugestoßen sein könnte. Schon vor seinem Haus treffen sie auf den 17-Jährigen. Kevin! Wo ist das Baby? Was hast du mit ihm gemacht? Ich hab's nicht. Ja, genau. Ach. Und wieso kaufst du dann Windeln? Mann, es ist auch mein Baby, okay? Kevin, bitte jetzt. Wo ist er? Bitte. Bei meiner Tante. Die will mir helfen. Aber deswegen kannst du den Kleinen doch nicht einfach so mitnehmen. Ihr müsst euch auch zuallererst mal untereinander klar werden, was ihr wollt. Ob ihr ihn behalten wollt. Ich will mein Kind auf jeden Fall behalten. Und Anna? Was willst denn du? Also, du hast 8 Wochen Zeit, dir klar zu werden und zu entscheiden, ob du den Kleinen behalten willst oder zur Adoption freigeben. Anna, Mann, komm schon bitte. Komm, zusammen schaffen wir das. Wenn ihr euch dafür entscheidet, dann hängt es natürlich auch noch von der Einschätzung des Jugendamtes ab. Naja,
ob ihr in der Lage seid, verantwortungsvoll mit dem Kleinen umzugehen. Und eine Entführung passt dann euch überhaupt nicht ins Bild. Also wir waren jetzt als allererstes mal mit der Polizei und der Klinik klären, dass der Kleine bei deiner Tante ist. Und dann werden wir schleunigst dafür sorgen, dass ihr als Eltern eingetragen werdet. Und was mit mir? Werde ich jetzt bestraft, weil ich meinen Sohn entführt habe? Mach dir da mal nicht allzu viele Sorgen. Also wir werden jetzt erstmal auch deine Vaterschaft genau klären lassen. Und wenn du der Vater bist, dann ist diese kleine Entführung nicht strafbar. Aber das Wichtigste ist jetzt erstmal, dass wir den Kleinen ganz schnell zurückbringen. Ja? Kevin bringt das Baby zurück ins Krankenhaus. Doch Anna will immer noch keine Mutter sein. Deshalb hat Alexander Holt organisiert, dass sie ihren Sohn kurz sehen kann. Allerdings heißt das nicht, dass sie ihn auch behalten darf. Darüber muss das Jugendamt entscheiden. Schau mal, du hast einen wunderschönen Sohn. Hm? Willst du ihn mal halten? Ja, natürlich. Hm? Ja. Hallo. Schau mal. Ja, hallo. Mein kleines Fingerchen. Nachdem der Vater das Kind jetzt wohlbehalten und gesund zurückgebracht hat, könnten Sie eigentlich Ihren Einsatz hier beenden. Hm? Steht das denn schon sicher fest, dass er der Vater ist? Um das festzustellen, habe ich schon mal einen DNA-Test für beide Eltern veranlasst. Und alles Weitere, das kläre ich dann mit dem Staatsanwalt. Okay. Okay, danke. So, den habe ich schon mal. Ich würde ihn am liebsten gleich mitnehmen. Das heißt, du willst ihn behalten? Hey, Andermann, es war auch mein Baby, Mann. Ich wollte es haben. Mein Baby. Dein Baby? Du verarschst mich doch. Das ist ein Junge. Ja, er braucht mich doch. Ach, das freut mich jetzt aber. Aber trotzdem erstmal eins nach dem anderen. Wenn eure Elternschaft nachgewiesen ist, dann wird erstmal überprüft werden, ob ihr in der Lage seid, für das Kind zu sorgen. Und so lange bleibt ihr in der Obhut des Jugendamtes. Aber dann können wir es doch eh gleich vergessen. Ich meine, wir beide, wir gehen noch zur Schule und wir haben null Kohle. Nee, so ist es nicht. Das Jugendamt setzt alles daran, dass ein Kind bei seinen Eltern aufwachsen kann, solange das Wohl des Kindes nicht gefährdet ist. Und als erstes müssen wir uns dazu Gedanken machen, wie wir es hinbekommen, dass er wirklich bei euch gut betreut ist und wer euch unterstützt, wenn ihr in der Schule seid und so weiter. Ja, und als zweites werde ich dann schon beim Leiter des Jugendamtes ein gutes Wort für euch einlegen. Dazu habe ich aber noch eine Frage. Bist du eigentlich ziemlich eng mit Nele? Ja, schon. Ich wollte sie sogar fragen, ob sie Patentante werden will. Warum? Nele hat was mit Drogen zu tun und es wäre nicht besonders hilfreich, wenn das Jugendamt bei dir auch welche findet. Also, ich habe damit gar nichts zu tun. Das müssen Sie mir glauben. Ich glaube dir das schon. Ich sag's ja nur. Ja. Aber jetzt bin ich erstmal froh, dass ihr euch wieder vertagt. Hm? Ja, das hätten wir ohne sie wirklich nicht geschafft. Dankeschön. Ja, ja, gern geschehen. Ich komme morgen Nachmittag noch mal bei euch vorbei. Und ich glaube, jetzt sollten wir alle nach Hause gehen. Es war ein langer Tag für alle. Ja. Wenn das Jugendamt herausfindet, dass Anna und Kevin irgendetwas mit Drogen zu tun haben, dann haben sie keine Chance auf das Sorgerecht für ihren Sohn. Alexander Holt will herausfinden, wie tief Annas Freundin Nele bereits im Drogensumpf steckt. Sie schon wieder? Nele, zu dir wollte ich. Ich muss mit dir reden. Worüber denn? Über Drogen. Ich habe genau gesehen, dass du auf der Straße welche verkauft hast. Wie bitte? Drogen? Du verkaufst Drogen? Sag mal, spinnst du? Läufst du mir hinterher oder was? Sag mir sofort, ob du Drogen verkaufst. Nein, nein, so nicht, vorhin. Sie sollten das Gespräch suchen mit ihrer Tochter, aber nicht so. Ich gebe Ihnen auch gern mehrere Kontaktadressen von Fachleuten, die auf solche Dinge spezialisiert sind. Dazu hat sich bestimmt Anna angestiftet. Bullshit! Ich nehme das Zeug, weil du mir nur noch auf den Nerv gehst, seit du Papa hier rausgeekelt hast. Das werde ich jetzt nicht vor fremden Menschen mit dir hier diskutieren. Anna sowieso nicht. Die hat überhaupt nichts damit zu tun. Nele, das ist auch wirklich kein Spaß. Hast du dir mal Gedanken gemacht, welche Konsequenzen das hat, wenn man dich erwischt? Hey, es geht um deine Zukunft. Und es geht auch um Anna. Die macht eine richtig schwere Zeit durch und die braucht dich jetzt als Freundin. Und dann das Jugendamt. Das wird sehr genau Annas Umfeld durchleuchten. Und da macht sich's überhaupt nicht gut, wenn die beste Freundin mit Drogen dealt. Ich nehme ab jetzt keine Drogen mehr, versprochen. Ja, und wie sieht's mit dem Dealen aus? Ja, das natürlich auch nicht mehr. Ich nehme dich beim Wort. Hallo. Ah, hallo. Hey, Nele.
Du, ich wollte dich was fragen. Was denn? Ich wollte fragen, ob du die Patentante von dem Kleinen werden willst. Was? Ich Patentante? Wow! Also ja? Ja, klar! Geil, cool. Und wie geht es jetzt weiter? Darf Anna das Kind behalten? Naja, das Jugendamt wird schon sehr genau prüfen, ob Anna und Kevin in der Lage sind, das Kind großzuziehen. Aber da ist natürlich auch ihre Mithilfe gefragt. Ja, sicher. Aber ich werde ab sofort alles richtig machen. Anna bekommt jede Unterstützung, die sie braucht. Und mein Enkel natürlich auch. Ich freue mich schon so, ihn endlich mal zu sehen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das wird aber auch nicht mehr lang dauern. Wir sehen uns dann später im Krankenhaus, ja? Alles klar. Gut. Cool. Tschüss. Tschüss dann. Tschüss. Mädels, dann lasst uns gehen. Bis zur Entscheidung des Jugendamtes wird Annas Kind im Krankenhaus bleiben müssen. Annas Vater darf seinen Enkel dort nun zum ersten Mal sehen. Auch für ihn wird es Zeit, die Vergangenheit hinter sich zu lassen, damit die kleine Familie in eine harmonische Zukunft starten kann. Sind Sie sauer auf mich? Mach dir mal keinen Kopf. Ich mache mir ja selbst die größten Vorwürfe. Aber jetzt bin ich froh, einen Enkel zu haben. Darauf bin ich richtig stolz. Und wir zwei sind ab sofort per Du, ja? Gerne. Da kommt er. Hallo. Er schläft. Guck mal. Er sieht ja aus wie eure Mutter. So süß. Der Herr Holz. Da ist die ganze junge Familie beieinander. Ich komme gerade vom Staatsanwalt. Und? Was hat er gesagt? Werde ich angeklagt? Ich habe mit ihm gesprochen, ich habe ihm die ganze Lage erklärt und da blieb ihm gar nichts anderes übrig, als das Verfahren einzustellen. Boah. Und was heißt das jetzt? Na, jetzt müssen wir noch abwarten, wie das Jugendamt entscheidet. Aber ich habe auch schon mal mit dem zuständigen Leiter gesprochen und habe ihm gesagt, dass aus meiner Sicht überhaupt nichts dagegen spricht, dass ihr das Kind bekommt. Wahnsinn, echt. Wie hätten wir das bloß ohne sie geschafft? Da muss ich meiner Tochter recht geben. Vielen, vielen Dank. Gern geschehen. Ganz ehrlich, ich habe zwei schlaflose Nächte hinter mir. Denn zwischendurch habe ich wirklich das Schlimmste befürchtet. Und Meldungen über getötete oder ausgesetzte Neugeborene, das gehört für mich zum Schlimmsten, was ich mir vorstellen kann. So gesehen ist das hier ein echtes Happy End. Aber es ist noch nicht alles in Butter. Es wird noch einige Überzeugungskraft kosten, das Jugendamt zu überzeugen und Vertrauen in die beiden dort aufzubauen. Ja, uns wird auch noch eine harte Zeit für die beiden werden. Und noch die eine oder andere schlaflose Nacht. Aber eben mit einem glücklichen Erwachen.